Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, was du tun musst, um den Drachen Ansur zu finden. Und auf dem Weg dorthin erkläre ich dir natürlich ebenfalls, wie du die Rätsel lösen kannst. Und mit diesen Worten geht es jetzt auch direkt in der Festung Würmfels am Schnellreisepunkt los. An dieser Stelle angekommen ist es jetzt wichtig zu wissen, dass du zuerst die beiden Fackeln löschen musst. Danach wählst du dann einfach einen Blitzzauber deiner Wahl aus und schießt mit diesem dann die beiden Drachenkopffackeln ab. Und erst danach entfachst du dann wieder erneut das Feuer und dadurch kannst du das erste Rätsel lösen. Für das erste Rätsel in diesen Räumlichkeiten benötigst du den Zauber Fluchbrechen und diesen können unter anderem Kleriker wirken. Und nachdem du den Zauber richtig eingesetzt hast, platzierst du einfach das Bild an der Stelle, wo ich gleich im Video platzieren werde. Thank you.
In der Kammer der Einsicht wird es deine Aufgabe sein, den richtigen Schuldigen zu finden. Und die Lösung hierfür kannst du herausfinden, indem du die gleichzusehenden Notizen liest. Um dir aber diesen Aufwand zu ersparen, zeige ich dir natürlich gleich, welchen der insgesamt drei Angeklagten du ausschalten musst. Für das dritte Rätsel musst du den König im Spiel Schach besiegen. Und wenn du es dir einfach machen willst, zerstörst du einfach den König mit einem Zauber. Für die letzte Prüfung in diesen Räumlichkeiten musst du eine Kampfprüfung bestehen. Und um diese bestehen zu können, wird es deine Aufgabe sein, die Gegner rechtzeitig zu eliminieren. Und sobald sich diese Tür öffnet, hast du es auch schon geschafft. Hier vorne wartet schon der Drache Anzu auf dich und bei diesem wünsche ich dir natürlich viel Spaß und Erfolg. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich dir zwei Playlists zu Baldur's Gate 3 unten im Video eingeblendet. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!